krank, dass ich an dem stehe. Dann liegt es auch nicht kurz ganz leicht, ungefähr 20 Mal. So, da fangen wir mit dem Fahrrad an. Das ist eigentlich noch 32. 13 mal 3. 40.15. And I make the uncutted version from the race.
Hopp, 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 hopp. Bravo! Geht es schon? Bravo! 41, 33. Ich möchte mich bedanken bei allen Sportlerinnen und Sportlern, die bei unserem Wienerwald Cup heuer teilgenommen haben. Wir waren leider nicht immer wetterbegünstigt. Der erste Tag, das erste Rennen, da hat es fast geschnitten. Da haben wir nur einen super Wirten auch noch gehabt, was ich leider nicht gewusst habe. Ja. Ich muss sagen, Gott sei Dank ist nichts passiert während diesen 5 Rennen. Wir haben keine Beschwerden von der Polizei gehabt und so weiter. Also ich muss sagen, Gott sei Dank haben sich alle nach den Regeln gehalten. Ganz kurz zwischendurch bitte, niemand soll weggehen. Jeder, der heute hier ist, bekommt einen Sackerl mit am Heimweg.
Zweiter Platz, Herrn 5, Herbert Reithofer. Und ich muss mich, ich darf jetzt kurz was sagen, ich muss mich herzlich bedanken beim Holzwurm. Der Holzwurm stellt uns immer die Raketenstartrampe zur Verfügung und dafür kriegt er ein zweites Flascherl. Dann habe ich noch den zweiten Weinwurm, ein Holzwurm. Der kriegt natürlich auch noch eine Flasche dazu. Gell, für die Startrampe. Applaus. So, und jetzt geh. Liebe Sportler und Sportlerinnen, es gibt jetzt natürlich auch noch dann den Sieger insgesamt des Wienerwaldcups. Schön, dass Sie uns nächstes Jahr hoffentlich wieder beim Wienerwaldcup bis dahin eine unfallfreie Fahrradfahrt.